Das war eine Kinderspielerei mit Fimo und der Karton besteht aus 7 verschiedenen Figuren. Das sind grotesk gewesen, die gibt es ja in dem Falle nicht. Und groteske Figuren kann man vergrößern und relativ wenig dran machen. Das wird dann gescannt und gefräst aus Styropor. Tiere sind durchnummeriert. Manche sehen aus wie Hunde, manche wie Hasen. In dem Falle ist es das dritte große Tier. Das vierte ist noch gar nicht gezeigt worden. Der Clou ist der Dampf. Das Tier atmet, also es lebt und hat ein Eigenleben. Der große Vorteil hier, die Wasserleitung ist beheizt. Also der kann auch im Winter dampfen. Und bis jetzt hat jeder immer gegrinst, wenn er das gesehen hat. Was es im Einzelnen ist, das weiß ich eigentlich gar nicht. Ein Fabelwesen, würde ich mal sagen, das sich aus mehreren Teilen zusammensetzt. Wenn es erfolgreich ist, wird auch gar nicht gefragt, wer das eigentlich gemacht hat. Man ist im öffentlichen Raum anonym. Man konkurriert mit einem Baum oder einem Laster oder Straßenbahn. Da kann man keine Ego-Schiene fahren. Ich denke mal, wenn das geschickt fotografiert wird und geschickt bespielt wird, dann wird das so sein, als wäre schon immer da.